Moin Leute, hier ist wieder euer Shinigami mit Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Ziemlich langer Titel, immer noch. Und wie gehabt, hängen wir noch in dem Level Gull Spaceport fest. Und das probieren wir jetzt einfach nochmal. Den Film haben wir jetzt schon gesehen. I'll watch the ship. Get out there and find Boba. Fett. Die ganze Nummer können wir ja schon die Moment mal. Oder besser gesagt für die Runde. Verdammt, ich wollte eigentlich noch also Musik anmachen, aber das geht ja auch nicht. Sehr schön. Gut. Ja. Also eine Runde werde ich garantiert spielen. Vielleicht sogar gewinnen. Ich weiß ja jetzt, wo es lang geht. Und ja. Da ist wieder die fliegende Untertasse. Ich weiß gar nicht. Gibt's überhaupt nicht so? Verdammt. Ich hab's vergessen. Heieiei. So, 87 Leben. Mal sehen, wie weit ich damit noch komme. Ja, Musik wäre wirklich im Hintergrund nicht schlecht, aber naja, muss ich eben ein bisschen mehr reden. Verleitet auf jeden Fall ein bisschen zum Reden, weil eben nichts zu hören ist. Okay. Ist doch praktisch bekannt, keine ich sperre deine Videos oder Ton weg oder so, wie es in einem meiner Videos der Fall ist. Ich glaube, bei da scheint ein Song erkannt geworden zu sein. Damit hätten wir alle Gegner hier in der Gegend. Oder. Oh, oh, oh. Das war nicht ich. Nicht meine Schuld. Nicht meine Schuld, im Ernst jetzt. Der ist einfach so runtergelaufen. Okay. Ach ja, warum, was hatte ich gesagt? Wegen wie lange ich aufnehme, genau. Weil ich. Weil es bei mir schon ein bisschen später ist. Bei euch ist es ja egal, wie viel Uhr es ist. So, komm schon. Komm schon, du musst da hoch. Na, also. Also bei mir ist schon, ja. Deswegen, kann es sein, dass ich nur eine Runde aufnehme. Und. Mal sehen, was bei rauskommt. Vielleicht schaffe ich es ja. Muss ich den eigentlich töten? Ist ja egal, ich kann ihn ja eigentlich leben lassen. Muss ich nicht die ganze Zeit auf den draufballern. So, ach, das war ja irgendwas betätigen. Gut, da habe ich wieder meine 100 Leben zusammen, oder Lebenspunkte besser gesagt. Weil Leben an sich sind das ja nicht. Sehr schön.
Jetzt ist die Frage, brauche ich das Ganze eigentlich? Down ist eigentlich, glaube ich, nur noch Full Health. Und die brauche ich noch ein bisschen. Oder sind das nein, das ist Full Health und da ich schon volles Leben habe, kann ich das nicht aufnehmen. Blöde Sache. Oh, zwei auf einmal. Wo will der denn hin? Hochgegangen bin ich nur wegen den Seekers und ja, weil ich die eben brauchen kann später, wo wir wissen, da Boba Fett dann, nachdem er besiegt wurde, in ein Loch fällt, was wahrscheinlich ein Hangar ist und da dann mit seinem Flugzeug rausfliegt, das mich dann fertig machen will mit ungefähr 360 Grad Schussradius. Was überhaupt nicht lustig ist. Und drei Stück schon wieder, ja. Also das Schiff ist echt übel und davor noch Boba Fett zu erledigen. Das Lustigste. Auf. So. Ah, ist gerade so nochmal gut gegangen. Keinen weiteren Schuss abgefangen. Wenn ich das schon nicht kann. Gut, 37 oder lauf! Der Roboter hat er mich beinahe gekillt. Ja, aber klar, sie können nach unten schießen, das ist so genial. Die können nach unten schießen, aber ich nicht nach oben. Die zwei. Oh, verdammt. Sehr schön. Naja, immerhin 74. Ist natürlich immerhin etwas. Jetzt geht's mit der Fähre mal kurz rüber, die großen Tore öffnen. Dann sehen wir mal weiter, wie es dann läuft. Also es läuft schon besser als das letzte Mal. Wobei ich denke, dass man laufen muss zum Schluss. Wo ich dann völlig geschlagen wurde. Was recht uncool war. Aber ich glaube, das ist nicht so fair. Schießt er mich einfach ab, wenn ich aus dem Aufzug komme. Das ist natürlich nicht gerade die feine Art. Da unten kommt gleich so eine kleine Nervkanal hier raus. Normalerweise. Doch, da war sie. Reaktion. Ach so.
Oh, das war eine SMS, da...